weil ich habe die Spielmechanik erklärt. Ja. Ja. So, da haben wir es auch schon. Da haben wir das Spiel schon. Let's tip. Let's Tap. Learn how Genau. to play. Danke, brauche ich bitte einmal. So. Ja, verstehe ich, also geht einfach nur. Also beim Speedrun ist es also so, dass du möglichst schnell einfach tippst oder was? Naja, letztendlich musst du wirst es sehen. Ich werde dazu gleich noch was sagen an Stage 1. ja. Also, wir sehen auf jeden Fall, wie wir es gibt 16 Level. 4 mal 4. So, ja, jetzt kriegt man auch natürlich noch erklärt, dass man ihn hinlegen muss. Check complete. Ja, jetzt darf man übrigens definitiv noch nicht den Tisch berühren oder sowas. Nie, also auch nicht klopfen, bevor wirklich Start ist, weil sonst fliegt man hin. Es ist echt so, man fliegt dann direkt am Start hin. So, und ja, man tappt jetzt halt, wie man sieht, schön. Oh, da ist er versehentlich gesprungen. Man tappt jetzt halt einfach wirklich schön auf den Tisch und man hat jetzt hier die eigenen natürlichen Hindernisse. Und das ist natürlich, man kann halt schnell rennen, man kann langsam rennen, je nachdem, wie man das hinkriegt. Man muss halt immer tatsächlich wie so einen Rhythmus hinbekommen. Das sehen wir später, müssen wir noch balancieren. Das sieht man dann immer relativ schön, wie rhythmisch man auch ist. Ja. Okay, also Ach man ja schon Gott. gesehen, wenn man Härte raussteht, dann springt man. Je nachdem, wie stark man rausschlägt, schreibt man an bestimmten Behörden dann auch. Genau. Und doch. Driver, genau dieses Spiel. Hip hip hurra, ich habe mich so gefreut, als ich es wieder gesehen habe im Schedule. Ja, also es kommen halt verschiedene Hindernisse hinzu und man kann, wie man gerade gesehen hat, so einen Power Start machen und so weiter. Und es gibt halt dann später auch verschiedene Wege. Und auch hier, je weiter man springt sozusagen, desto weniger muss man balancieren und dementsprechend kommt man halt schneller vorwärts. Und das macht halt den Speedrun letztendlich aus. Dass man eigentlich sozusagen den schnellsten Weg herausfindet, den man dann, ich weiß gar nicht, ich glaube ab Stage 3 gibt es dann, oder auch erst ab 4 gibt es dann die verschiedenen Wege. Und ja. Ja, immer so ein bisschen so, ja. Also deswegen, lieber Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, allgemein zu irgendwas, was auch German Speedrunning oder sonst was damit zu tun hat, stellt sie, wir haben Zeit dafür. Ich genieße jetzt einfach das Spiel und freue mich einfach. Ja, weil in dieser gibt es ja auch kaum was zu erklären. Es ist einfach Naja. nur, das ist ein, es brennst da einfach. Richtig. Und genau deswegen wollte ich übrigens nicht, dass du dir das anguckst, weil genau so Ja, das. Diese verstehe ich. Überraschung. So, schafft es? Ja, hat's gut geschafft und hier wird der Bat gedrückt. Das war abzusehen. Und ja, wird wieder Bat gedrückt. Die anderen zum Glück auch. So. Es ist übrigens vollkommen egal, als wie viel da du in dem Speedrun ankommst, ins Ziel. Hauptsache letztendlich sozusagen, du kommst an, aber wenn du natürlich als Erster ankommst, bist du logischerweise ziemlich flott. Uiuiui, ja, das. Also hier sieht man, er wird das jetzt sicherlich auch nicht wiederholen. In seiner PB war es auch so, dass er zwei oder drei Level tatsächlich auch nicht als Erster abgeschlossen hat. Das ist egal für den Speedrun. Geht einfach nur darum, durchzukommen, so schnell es geht. Ich glaube auf jeden Fall, es ist ein lustiges Spiel, aber ich finde halt, ich finde den Input sehr, sehr, naja, skeptisch, ob die Inputs wirklich so gut genommen werden, wie man sie eigentlich denkt. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Oh, da ist er mit dem Sprung. Da, nicht weit gekommen. Direkt am Anfang der Leine, das ist natürlich dann bitter. Prince Two-Face einfach, weil man es kann. Richtig. Weil man denkt, man muss die Remote irgendwie weiter noch ausnutzen.
ein komisches Partyspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, muss ja auch mal die Hände ausschütteln. Ich glaube, so tatsächlich zu mehr kann das sicherlich vielleicht Spaß machen. So, wenn du dich dann vor allem, wenn du einfach kein Skill hast oder sowas, du ragest dann halt einfach nur, weil du dann einfach versehentlich springst, obwohl du gar nicht springen möchtest und sonst was. Ich hatte auch einfach nur spielst das Spiel einfach so und dann, naja. Ja. Also viert halt auf einem Tisch und dann so. Jetzt sehen wir hier übrigens die Blitzkugeln, die sollten wir nicht berühren, weil dann werden wir geblitzdingst. Ich wollte das irgendwo mit unterbringen, es tut mir leid. Ja, das Partyspiel, das kann ich mir aber vorstellen, dass dann irgendwie, wenn man auch ein bisschen Milch getrunken hat oder so, dass man dann halt auch einfach mal richtig schön auf die Tücher hämmert. So, wir sind schon bei einem sechsten Level. Von 16. Ist halt so, das sind wieder die Speedruns, wo man einfach sich nur zugucken kann und irgendwie, naja. Ist es ein Erlebnis. Oh Leute, Rolltreppen gibt's auch noch. Ja, natürlich gibt's Rolltreppen auch noch. Es gibt auch noch Rutsch, wie du siehst. Und da muss man ziemlich, wenn man ziemlich gut abspringt, ja, kommt man halt dementsprechend weit. So, und hier ist es wichtig, nicht nach oben zu springen, um das Balancieren zu verkürzen, weil dann kommt man in diese Elektrokugeln. Und ja. Die tun halt dann prinzipiell weh. Aber ich bin überrascht, wie gut er tatsächlich auch durchkommt. Ja, er ist noch in keiner Hürde hängen geblieben oder so. Ja, er wollte spielen, sollte es ja gut drauf haben. Ja, bei seiner PB ist er auch, wie gesagt, ein paar Mal hängen geblieben irgendwo. Also. Das heißt, es ist einfach Casual Playthrough. Ja, richtig. Das Ding wurde doch beim Milchtrinken erfunden. Das kann natürlich gut sein. Und sonst so Green Day, was macht das Leben? Ja, Dinge halt, ne? Wir können die beschweren. Es läuft halt einfach. Ja, richtig. Ich bin zwar ein bisschen müde von der Arbeit aus. Ah, da also, ist ein Geblieben. Jetzt hier. Ja, jetzt muss man Luftballons aufpumpen und du wirst sehen, was die machen. Die machen Peng. Ich hätte jetzt gedacht, die machen wupp. Ja. wupp. Ah, da hat er den Sprung nicht hinbekommen. Das ist jetzt ärgerlich, aber naja. Also, es könnte tatsächlich auch alles noch Pipi werden und so. Es könnte noch alles passieren. Und da ist das Ziel. Und da kommen wir ins letzte Stage von Welt 2 sozusagen. Echt schnell. Es wäre auch witzig eigentlich, wenn man dann immer auf die Kommen warten müsste. Die ist dann halt immer gleich, ne? Da hätte jeder Runner die gleiche Zeit. Das war ein schöner Turbo-Start. Hier jetzt wieder nicht springen. Hat er gut gemacht. Machen sie Bots generell auch springen? Was? Oder bei diesen Linien, die da... Bei den Balancieren, ja? Ja, bei den Balancieren, aber da springen sie nicht, ne? Oder gibt es irgendwie späteren Level? Doch! Wir hatten auch schon gesehen, dass die Com auch gesprungen ist. Achso. Ja, glaube ich. Glaube ich. Oh, da hat er den Sprung nicht schön hinbekommen. Da ist er halt zu kurz gesprungen, das was ich meinte. Dann. Und dann schräg nach oben laufen, das macht keinen Spaß in dem Spiel. Du wirst so langsam. Ah, oh, gut, hier rot kann nicht aufpumpen so schnell. Da kann man wieder Zeit gut machen und das sieht gut aus. Ich habe das Gefühl, der Runner lässt langsam nach.
Boah, was tut er da? Nein! Sag mal so, es geht auch irgendwann ja so ein bisschen auch auf den Kopf und aufs Gelenk, ne? Nein, 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 überhaupt nicht. Musst du Erster werden? Nein, nein, wie er sich vorhin gesagt hat, es ist vollkommen egal, welcher Platz du wirst. Natürlich ist Erster immer besser, ne? Was? Erster ist immer der Beste. Ja. Na, dann bist du halt logischerweise am schnellsten. Wenn du Erster wirst. Weiß er nicht. Weil er der andere so, Moment. jetzt gibt's hier die bei schönen Plattformen, die einen nach vorne, Trampolinplatten, die nach vorne und nach hinten einschleudern. Prinzipiell möchte man und die Wechsel. Oder Wechsel sogar. Oh, das, also und auch ein bisschen mit Luck bestimmt, ne? Nein, nein, also es hat mit Timing alles zu tun. Ja, wenn du das richtige Timing hast, wenn du gut durchkommst, dann funktioniert alles. Wenn nicht, wenn du zu langsam bist, dann hast du halt Pech. Du musst halt die Schnelligkeit haben, um das, die Roll zu erwischen. Ja, ja, dieses Checking, das ist das Ärgerlichste, was eigentlich passieren kann im Run, weil das kannst du nicht beeinflussen. Manchmal bleibt es dann einfach, erkennt der Controller das weiter, und manchmal möchte die Vitas auch unbedingt nochmal checken. Und jetzt gibt's ja die, ja, ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Die Feuerringe, die einen nach vorne dächen lassen. Boostringe, sagen wir es mal so. Boostringe, genau, Boostringe ist ein schönes. Oh, da hat sie zwar den Ring getroffen, aber hat vorher die Bande mitgenommen. So. Letzter Platz. Schafft er es noch? Ah. Schwer wäre das. Ja, ja. Und zweiter noch geworden. Mensch, das was ist. Das? Warum hat der Rote jetzt gerade so komisch gewinkt? Keine Ahnung, weil er es konnte. Moin. Mama, guck mal, ich bin im Fernsehen. Du lauf weiter. Achso, ja. Es ist so ein Speedrun, wo ich sage so, ja, kann man mal gucken, dann reicht das aber auch. Ah, ich finde das witzig einfach. Oh, da hat das mit dem, Es ist lustig auf jeden Fall, aber das ist halt wirklich so eine Sache, da sagst du, es hat ja so um den Sinne ja einfach ein Casual durchspielen, bloß ein schnell halt. Ja, richtig. Da kommen wir schon in zum dritten Welt. Bei Anti-Champer vorhin war es doch das gleiche. Es ging einfach nur darum, schnell durchzuspielen. Casual. Was schon auch wieder. Oder jetzt gerade bei GMQ. Ja, ja. Nein, es ist so, es ist jetzt. Das ist nicht. Du wirst mich häufiger bei solchen Runs sehen. Also weil das sind immer so die Casual-Playthrough-Typ. Nö, aber das sind halt so die Spiele, die mehr oder weniger trash-lastig auch gerne mal sind. Und wo ja, man einfach Spaß okay, hat. Kann man. Ich würde das auch noch kein. Es ist halt ein Party-Game und Party-Games sind generell großteilig. Hat besonders für die Wii oft sehen die sehr trashy aus. Muss man da erst sagen. Also ich kommentiere prinzipiell halt solche Sachen, die andere Leute nicht kommentieren wollen und das sind dann halt oft nur solche Spiele. Und ich habe immer meinen Spaß dabei. Oh, warum, ne? Normal, ne? Ich habe ja auch mein. Jeder hat sein Favor, was das angeht, in Speedruns. Ich bin halt, ich mag halt einfach nicht die Casual Play Speedruns. Es ist halt ganz interessant, die anzugucken, aber für mich sind auch lange Speedruns ja nichts. Alles über eine Stunde ist halt für mich uninteressant. Oh ne, da bin ich natürlich als so großer Lego-Fan natürlich draußen, was das angeht. Die gehen ja oftmals sehr, sehr lange. Außer wenn du die ersten Lego-Spiele überhaupt sozusagen betrachtest. So, hier hast du jetzt auch noch Glas. Oh.
Ah, da hat er richtig Stoff gegeben. Stoffe gegeben, Alter. Richtig Handgelenk hat er gemacht, ja. Ja, richtig. Richtig, das ist auch, eine Art von Sport. Du kannst auch trainieren. Wenn du das schon ganzen Tag, wenn du den ganzen Tag das machst, hast du dann Unterarmmuskeln irgendwann, das glaubst du gar nicht. Naja, also du musst ja dein Handgelenk, nicht den Unterarm, aber. Na, kommt drauf an, du musst auch mal ab und zu ein bisschen. Kannst du nicht nur das Gelenk nehmen. Wenn du das als vorwärtigen Sport bezeichnen würdest, dann ja, okay. Dann möchte ich mit dir auch entsprechend überreden. Das wäre doch mal was direkt passend für E-Sports. Ja, richtig. So, jetzt haben wir auch mal schwarze Löcher. Alter, die Let's Tap, Alter. Let's Tap Worlds. So, ja, schwarze Löcher sind gemein. Prinzipiell, die saugen einen ein und stoßen dann einen an einer bestimmten Stelle wieder aus. Also selbst in den letzten Stages denkt sich das Spiel auch noch mal was Neues aus. Ah, oh, da ist er gesprungen. Ja, das ist halt gemein dort. Wow, erst blitzen, also erst Stromschlag und dann auch noch gleich in die Bande fallen. Sowas nennt man unlucky. Du glaubst gar nicht, wie im Mainstream während dieses Spiels die Zuschauerzahlen hochgegangen sind. Das klappte doch gut. So, mal gucken. Er ist drittplatziert und seine PB liegt bei 18 Minuten 36 Sekunden. Er ist sogar auch der einzige Runner, der dann ausgerechnet hat, was er für eine In-Game-Time hat. Also das ist, zählt die Real-Time. Die In-Game-Time ist halt sozusagen unten einfach alle Zeiten zusammengerechnet. Da hat auch irgendwie wenig Hoffnung, dass er sich da hingesetzt hat. Ah, wow, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Springen hast du gut gemacht. Fein gemacht. Keks. Übrigens, WR ist schon durch. Skateman 222 hält den Weltrekord mit 17 Minuten 3 Sekunden. Und hat er vor 3 Jahren aufgestellt. Und alle anderen Runs, die in der Liste sind, sind später erstellt worden. Also, ja, 2008 kam das Spiel auch schon raus. Aber das letzte Level. Letzte Stage, ja, ja. Letzte Stage. Nein, insgeheim gibt es natürlich noch eine geheime, versteckte Stage. Ja, ja. Die dann aus 10 Leveln besteht. Das ist aber ist das, es geht wirklich in dem Spiel wirklich nur um das Rennen oder gibt es vielleicht ein anderes Spielmodi noch? Also vorhin hat man glaube ich gesehen, dass es noch andere Spielmodi gab, aber von denen habe ich keine Ahnung. Okay. Weil, wenn es wirklich so ist, dann ist es halt wirklich, keine Ahnung, das ist so ein Spiel, wo man sagt, okay, da gibt man einen Fünfer für aus, dann hat man ein bisschen Spaß und das war's dann auch. Ja, es gibt halt Tap Runner, Rhythm Tap, Silent Blocks, Bubble Voyager und Visualizer. Visualizer. Ja, da ist er. Es ist Ziel. 18:47 war das. Und lass mich kurz gucken. Ja, 18:36 war seine PB. Naja, gut. Okay. Time ist erst sobald der Bildschirm kommt. Das ist interessant. Na, eigentlich, wenn du es beendet hast, die haben es einfach zu spät gesetzt. Nee, er hat den Timer gesetzt, ja. Er hat gesagt, Time ist als. Okay, cool. Ja, ich hätte gedacht, in seinem Run
aufwacht. Und da ist sie wieder. Ja. Tag, guten Tag. Oh, ich, das ist halt... Ja, ist ein Spiel. Oh, okay, da sind jetzt zwei die anderen, glaube ich, die anderen Spieler. Ja, jetzt ist Ziff dran mit River City Girls. Ja. Für eine Stunde. Bist du alleine? Let me have a look. Molly hat eigentlich... Molly hat noch nicht Regie. Aber ich dachte mir eigentlich, dass Molly dann vielleicht einspringen wird, aber gut. Wenn er dann noch nicht kann, dann kann er noch nicht. Musst du ihn fragen, der ist unten. Da ist er auf jeden Fall. Ich kann nicht, ich werde mich jetzt zurücklehnen. Jo, dann lehn dich zurück. Bitte? Ich werde mich auch schon, du wirst dich auch zurücklehnen. Richtig, bis ich wieder dran bin. Denn ich muss ja noch ein paar Sachen noch machen jetzt, deswegen bis später auf jeden Fall. Jo, okay. Ja. Und ich krieg eben Bescheid, dass Nick mir einspringt. Nick mich springt ein, das ist doch schön. Warte ich die paar Sekündchen auch noch. Tüdelü. Hallo. Ja, tüdelü. Ich hab zu früh getüdelüht. Oder zu spät getüdelüht. Eins von beiden. Jetzt entscheide dich. Zu früh oder zu spät? zu spät. Okay. Aber das ist ja noch Let's Tap. Ja. Es ist jetzt einfach. Ja, ja, aber der steht schon im Layout als Titel River City Girls. Das ist aber definitiv nicht River City Girls. Das ist noch Let's Tap. Das sieht man ja rechts unten beim Spiel. Ja.